Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector von Team Genesis und sprüße euch herzlich zu einer neuen Manga-Review. Heute mit einem Titel, den ich spontan gebraucht erworben habe und mir nach dem Lesen nur gedacht habe, oh Gott, was war das für eine Achterbahnfahrt. Und zumaßen war es auch ein Titel, der ganz knapp in der Umfrage gegen Shunas Reise abgeschnitten hat, wo ihr zuerst eine Rezension zaubern wollt. Und zwar ist natürlich die Rede von Someday I Will Fall Asleep. Und so viel von vorweg, er hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich habe tatsächlich ja auch von irgendeinem Kommentar bekommen, dass das für ihn der Manga des Jahres war. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber das Ding kriegt, ohne jetzt zu viel zu verraten, eine klare Empfehlung. Aber erstmal, worum dreht es sich denn überhaupt in Someday I Will Fall Asleep? Und im Mittelpunkt stehen wir unsere Hauptcharakterin Hotaru, die ihr hier vorne drauf seht, die eines Tages stirbt. Überraschend, bei einem Verkehrsunfall, so tragisch das auch ist, es passiert halt leider Gottes tagtäglich. Und nun eben als Geist durch in ihrem Zimmer aufwacht und da trifft sie auf den Seelenführer Kuro, der ihr nun eben sagt, hey, du hast 3 Seelenlaster, diese musst du nun vollbringen. Also diese musst du eben nun abarbeiten. Denn sonst wirst du innerhalb der wenn du diese 3 Seelenlaster innerhalb der nächsten 49 Tage nicht erledigen kannst, zum Phantom werden und einfach deine Menschlichkeit verlieren. Und Hotaru sieht sich nun eben damit konfrontiert, erstens, dass sie tot ist und zweitens damit, dass sie eben noch diese 3 Aufgaben zu erledigen hat. Und ja, zu den Grundinformationen. Someday I Will Fall Asleep basiert auf einem Roman und stammt dabei von Inojun und Saho Tenamachi, ist in 2 Bänden beendet. Der erste Band kostet 8 Euro, der zweite Band 9 Euro. Diese sind allerdings auch sehr, sehr dick, wie ihr hier gut sehen könnt. Einfach mal zum Vergleich ein Mona Lisa Band daneben. Das ist nochmal eine etwas andere Dick. Also jeder Band ist über 200 Seiten dick. Der erste Band hat auch Farbseiten, nur der erste Band wohl bemerkt. Und ja, das Ding wird dem Mystery-Genre zugeordnet, was ich absolut nicht unterschreiben würde. Also Mystery ist für mich was anderes, aber ja gut. Und wurde halt noch aus dem Japanischen von Martin Bachanek übersetzt. Und nun zu meiner Rezension. Ich ging an das Werk ran schon mit der Erwartung, okay, das wird ein Tearjerker. Also ein Werk, was darauf ausgelegt ist, also dich, den Leser, zum Weinen zu bringen. Und so war es auch. Ich musste im ersten Band weinen. Der zweite Band war zumaßen, finde ich, nicht mehr ganz so traurig, außer gegen Ende. Da war der erste Band deutlich mehr ein Sucker Punch. Aber ja, es ist halt sowas wie Angel Beats Planet, Kanon hieß, glaube ich, das andere Werk von dem Studio. Halt einfach Werke, wo du weißt, wenn du es anfängst, es wird extrem traurig vermeintlich sein. Wobei ich hier auch klipp und klar sagen muss, es wurde nicht so traurig wie erwartet. Es ist also nicht so, dass ihr jede Seite weinen wird, sondern es hat seine Momente, die wirklich reinhauen. Da kommen einem wirklich die Tränen, wenn man es für sowas empfindlich ist, was bei mir der Fall ist. Aber es hat auch hier und da vereinzelt Comedy-Moment, etwas lustigere Momente. Also es ist nicht so, dass es tief traurig, melancholisch ist, sondern es ist eher emotional. Und was mir einfach gerade im ersten Band sehr, sehr positiv auffiel, waren die Gedanken von Hotaru, dass sie halt, obwohl sie sagte, okay, Gott sei Dank geht es der und der Person gut, und trotzdem dann eben diese Realisierung zu haben, dass sie tot ist und sie halt weiterleben möchte und eben dann trotzdem darum, innerlich trotzdem halt diesen egoistischen Wunsch hat, weiterleben zu können, eben sich nicht verabschieden zu müssen und gleichzeitig ist bereut, gestorben zu sein. Das war wirklich so gut rübergebracht. Denn zumaßen
Ich glaube, das ist ein Werk, das, falls ihr selber schon Leute verloren habt, die euch nahestehen, was, ohne jetzt zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, allein bei mir dieses Jahr zweimal passiert ist, auf sehr tragisch plötzliche Art. Es wird euch überrumpeln. Auf, und zwar wirklich. Ich habe die Gedanken von Hotaru mehr als verstanden, denn ich habe sie einerseits erlebt bei einer sterbenden Person, als auch genau das Gleiche, so gesehen, als Hinterbliebener gedacht. Und das es ist wirklich ein Werk, das weiß, mit dem Thema Trauer umzugehen, gleichzeitig aber auch anfängt, eben das Menschsein zu hinterfragen, weil natürlich, wir haben unsere Hotaru, die ein sehr, sehr liebes Mädchen ist. Da würden vielleicht einige sagen, dass sie zu lieb und perfekt ist. Es ist, glaube ich, trotzdem halt ein Werk, was sich auch ein bisschen an Jüngere teilweise richtet. Aber man hat halt als Gegenstück eben ihren Kuro, wie sie ihn selber nennt. Der halt zum Beispiel einen sehr, ja, zynischen Blick auf die Menschen hat und selber sagt, ja, ihr Menschen seid eh alle gleich. Letzten Endes seid ihr alle egoistisch. Und dann eben von Hotarus Art des Egoismus, weil auch Hotaru ist so gesehen, wenn man es ganz plakativ sagt, auf ihre Art und Weise, obwohl sie so aufopfernd ist, egoistisch. Trotzdem ist er von ihr überrascht, im positiven Sinne. Und zumaßen, was dieser Manga sehr, sehr gut macht, ist halt zu etablieren, dass Kuro kein Mensch ist. Er ist ein Seelenführer, wurde als dieser auch geboren. Und dementsprechend auch das Wesen des Menschen nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja, das schafft dieser Manga halt sehr, sehr gut. Wirklich diese Dynamik zwischen den beiden ist erschreckend. Und gleichzeitig wird halt auch vermittelt, wie die beiden voneinander in diesen 49 Tagen lernen. Also, dass selbst Kuro danach halt sieht, dass vielleicht nicht alle Menschen scheiße sind. Und ja, das Ding hat natürlich dann auch noch ein, zwei Twists auf Lager, die freundlich ausgedrückt teilweise sehr fies sind. Es behandelt auch sehr ernste Themen, wo ich auch gerade die Backstory von einem Charakter, ohne jetzt zu viel zu verraten, ich sag nur halt, ne, Anfang von Band 2, was da dann enthüllt wird, für die Leute, die es gelesen haben, wissen, was ich meine, kam sehr überraschend für mich. Und das klingt natürlich nun so, hey, der Lektor, der ist da richtig von angetan. Das hat, ja, es hat mich emotional überrumpelt. Ich habe die Gefühle mehr als nur einfach ein bisschen nachvollziehen können. Es ist ein sehr, sehr schön emotionaler Manga, wo ich mir denke, warum habe ich mir den nicht neu gekauft? Warum habe ich da erst gedacht, ach nee, das wäre halt heutzutage ein Titel. Da würde ich sofort sagen, ja. Allerdings weiß ich auch nicht, ob er für mich damals dieselbe Wirkung gehabt hätte, als er rausgekommen ist, weil, ja, wann erschien Band, ja, Band 1 erschien 2022. Das war eben noch zu der Zeit, wo ich diese Verluste noch nicht erlebt hatte. Ich glaube, Band 2 erschien zum Beispiel auch erst, erschien nicht im Januar, also kurz vor dem ersten Tod und den ich erlebt habe und dann eben der zweite Tod, der dann erst im September war. Ich weiß dann tatsächlich auch nicht, ob ich diesen Manga so hätte feiern können, wie ich ihn letzten Endes tue. Denn so viel kann ich vorne vorweg sagen, bevor wir jetzt gleich zur Spoilerzone, erst noch zum Artwork und dann zur Spoilerzone kommen. Das Ding, ich habe es wirklich sehr zu schätzen gelernt. Und es ist halt nichts, was jeder unbedingt lesen sollte. Also halt, ich glaube, dieses Emotionale verstehen hauptsächlich halt nur dann Leute, die selber so einen tragischen Verlust, vor allem auch sehr, teilweise sehr plötzlichen Verlust an einem eigenen Leib widerfahren ist. Dazu wird das Ganze halt noch mit, wie ich finde, einem sehr schönen, ich will jetzt nicht sagen, dass es Shoujo-Stil, aber ich finde persönlich hat es so eine leicht Shoujo-Note. Ich weiß nicht, ob es ein Shoujo-Manga ist. Interessiert mich auch in dem Fall nicht. Die Geschichte ist super. Aber persönlich finde ich, sieht es halt immer sehr gut aus. Auch die Phantome haben ein sehr interessantes Design. Nicht
krass revolutionär, aber sie erfüllen ihren Zweck. Und gerade auch Kuros Nichtmenschlichkeit wird gerade in seinen Augen oft so gut wiedergespielt. Sie sind, ja, er redet nicht nur zynisch, seine Augen haben auch sowas Zynisches an sich, das so wie er auf die Menschen und die Phantome blickt. Und diese, er regelt selber was leicht Grausames hat, weil er es nicht nachvollziehen kann. Also das Artwork, auch wenn es vom Stil her erstmal nicht so spektakulär ist, erfüllt auf jeden Fall sein Zweck. Und zwarmaßen halt, die Color Page hier ist wunderschön. Also es ist einer der schönsten Color Pages, die wir dieses Jahr im Manga bekommen haben. Punkt. Jedoch ist der Manga nicht ganz fehlerfrei. Ein Kritikpunkt zwarmaßen hat sich mit einem Twist dann später erledigt. Dazu komme ich nachher noch, deswegen werde ich ihn jetzt auch nicht auflisten. Aber wenn ich eine Sache kritisieren müsste, dann, dass man sich nicht die Zeit genommen hat. Denn natürlich, Hotaru hat halt dann ihre drei Seelenlaster. Das betrifft halt ihre Großmutter und ihre beiden besten Freunde. Ich finde, die Seelenlaster wurden dann erschreckend schnell abgearbeitet, in 10 Seiten teilweise. Wo ich mir gedacht habe, warum nimmt man sich da nicht mehr Zeit, um ein bisschen auch die Tage zu zeigen? Weil zwarmaßen, es ist zwar die Rede von 49 Tagen, aber keine Ahnung, du kriegst vielleicht 7 zu sehen, so richtig. Und andere werden nur so angedeutet. Und gleichzeitig werden halt noch andere Charaktere eingeführt, die auch durchaus sehr interessante Geschichten zu erzählen haben. Aber dafür war dann nicht mehr die Zeit da, dass das Ganze dann eben ein bisschen wiederum abgehakt wurde. Und ich wirklich mir denke, wäre das Ding ausgelegt gewesen auf 4 Bände, wo man wirklich auch für die Nebensachen sich die Zeit genommen hätte, dann wäre das eine 10 von 10 gewesen. Denn so finde ich, hatte leider Gottes so manche Sequenz nicht den emotionalen Impact, wie es hätte sein können. Nochmal Bezug, ne, Anfang Band 2. Oder eben man hätte den Fokus noch strikter nur auf Hotaru legen sollen und eben nicht dann auch noch Kuro ergründen, bliblablub. Lässt sich drüber streiten. Ich persönlich, man hat halt so ein Mittelding dann gewählt. Am liebsten wäre mir halt wirklich einfach ein 4 Bände, dann wäre ich schon schlussglücklich. Aber das ist zwarmaßen auch gerade wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau. Versteht mich hier nicht falsch. Aber ja, nur noch die Spoiler-Zone. 3, 2, 1, Spoiler-Zone. Ja, einer meiner ersten Kritikpunkte war nämlich ursprünglich beim Lesen auch so ein bisschen, dass nicht so richtig gezeigt wurde, ja, wie eigentlich die anderen Charaktere mit dem Tod umgingen, weil es sich so ein wenig angefühlt hatte, als wäre für diese Charaktere keinerlei Zeit wirklich vergangen. Also, dass für die Charaktere schon Monate vergangen ist, obwohl es noch so frisch war. Auch mit der Mutter und ähnliches, dass man da keinen Trauer mitbekommen hat, dass auch die Kindheitsfreundin und die Oma eigentlich so wirkten wie immer, obwohl eben ihre geliebte Hotaru tot war. Das Ganze macht natürlich dann Sinn, wenn am Ende enthüllt wird, zum Beispiel, ich hab so ein bisschen überlegt, oh, könnte das passieren? Trotzdem, ich war mir nicht zu 100% sicher, deswegen hat mich der Twist doch überrascht, als eben am Ende enthüllt wird, hey, Hotaru ist nicht tot. Ich dachte im ersten Moment, oh Gott, nein, sag mir nicht, dass Hotaru überleben kann, dann ein glückliches Leben führen, blieb mit ihrer Oma und allem und dann. Nein, sie hat zwar überlebt, aber es waren eben die drei Seelenlaster. Die Oma sowie die beiden besten Freunde, die gestorben waren. Zumal man könnte jetzt argumentieren, dass das mit der Oma das so ein sehr großer Zufall ist. Natürlich am Tag des Unfalls sie auch stirbt. Ja, aber das wäre wieder sehr nitpicky. Und ich finde, der Twist funktioniert erschreckend gut. Denn wenn man dann so zurückdenkt, das macht der Manga nämlich tatsächlich auch, dass er darauf hinweist, dass es im Verlauf der Geschichte immer wieder auch Momente gab, die das Ganze eben angedeutet haben. Dass Hotaru eben nicht der Normalfall ist. Und es macht natürlich dann auch Sinn, dass diese Charaktere nicht todtraurig und ähnliches sind, als sie Hotaru dann wiedersehen können, blablabla, sondern nach dem Tod ähnlich, sondern sie waren selber tot. Es ergibt halt auch Sinn, auch dass sie manchen Charakter treffen konnten, obwohl sie eigentlich in die Schule hätten gehen müssen zu dieser Zeit. Das macht
alles so viel Sinn. Dazu halt die Freundin, die Rotaro dann findet mit Kyoko. Die Geschichte hätte ich, wie gesagt, gerne ausgebaut, erlebt, weil das war halt wirklich ernst. Das Mädchen ist schwanger, dritten, vierten Monat oder so, keine Ahnung, und bringt sich dann um. Dann ihr Phantomgestalt, wunderschön, dass halt sie kein Happy End bekommen hat. Fand ich auch sehr, sehr schön. Ich hatte nämlich zumindest ein wenig Angst, dass man hier dann einfach, oh, alle kriegen Happy End. Nein. Das Einzige, was ich da vielleicht ein bisschen kritisiert hatte, war, dass der Freund dann am Ende doch gar nicht so scheiße war, sondern es einfach nur wegen seinem Vater ist. Ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn der Freund wirklich das Arschloch gewesen wäre. Also wirklich durch und durch und auch davon überzeugt gewesen wäre, dass, weil ich finde, das hätte noch besser dann rübergebracht, dass der Mensch eben eine solche Vielschichtigkeit hat, dass es eben durchaus eben dieser zynische Blick von Kuro gerechtfertigt ist. Und es eben gleichzeitig zeigt, wie es auch anders geht. Aber gut, haben wir letztens nicht bekommen. Trotzdem, mein Fazit. Nee, halt, warte, bevor ich zum Fazit gehe. Ich finde auch den Titel dann halt genial, weil es heißt ja Someday I Will Fall Asleep. Ja, es macht allein der Titel macht Sinn, weil Hotaru ja nicht tot ist. Und am Ende heißt ja, eines Tages werden wir uns wiedersehen. Eines Tages wird halt auch sie einschlafen und nicht mehr aufwachen. Das ist so geniales Foreshadowing. Wirklich, das ist großartiges Storytelling in diesem Band. Bänden gewesen. Aber ja, jetzt mein Fazit. Someday I Will Fall Asleep ist eine unfassbar schön emotionale Geschichte mit einigen Wendungen, die natürlich ein, zwei kleinere Schwächen hat. Ja, aber als Komplettpaket einen wirklich ins Gesicht boxt mit schönem Storytelling und einfach es hat mich vom Herzen bewegt und wenn ihr selber das Thema Tod schon erlebt habt, werdet ihr wahrscheinlich auch davon so angetan sein. Zumindest Tod von einem Menschen, dem euch wirklich viel bedeutet. Und ich sag ehrlich, Someday I Will Fall Asleep hat sich gerade gegen Ende dann auf eine 9 von 10 hochgearbeitet. Und ganz ehrlich, die beiden Bände kosten zusammen 17 Euro. Gebt euch, Hayabusa hat hier wirklich einen Hammer-Titel. Zumaßen, ich weiß nicht, ob sie hier Vor- und Nachnamen getauscht haben. Es gab keine Fanübersetzung oder andere, vielleicht legale Möglichkeiten. Ist in dem Fall aber auch egal. Ne, ich wollte es nur irgendwie noch kurz angeschnitten, aber bitte, 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 gebt euch Someday I Will Fall Asleep. Wir brauchen mehr emotionale, ernste Manga wie diese. Und ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt ihr Someday I Will Fall Asleep gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr es? Gerne in die Kommentare. Und es bleibt schön zu Hause. Danke fürs Zuhören und ciao.